Willkommen zu einem kleinen Let's Show zu The Long Dark. Ich habe aufgrund einiger Kritiken beschlossen, dass ich im Nachhinein, obwohl die erste Staffel von The Long Dark schon läuft, eine kleine Einführung in Long Dark nochmal mache, um ein paar Sachen zu erklären. Wir fangen mal an mit unserem Menü. Wir sehen hier unser Hauptmenü, in dem wir im Prinzip alle unsere Sachen machen können, die wir so machen. Wir sehen hier verschiedene Werte. Und zwar fangen wir mal hier unten links an mit den Temperaturangaben. Wir haben eine gefühlte Temperatur von 10 Grad Celsius momentan. Die wirkliche Lufttemperatur ist minus 5 Grad Celsius. Windkühle 0 Grad Celsius, weil wir uns gerade halt in einer Hütte befinden und entsprechend hier kein Wind weht. Unsere Kleidung, die wir angezogen haben, hat einen Wärmebonus von 15 Grad Celsius und einen Windkühlbonus von 8 Grad Celsius. Das erkläre ich gleich nochmal an den Klamotten ein bisschen genauer. Und hier unten sehen wir unsere insgesamte Überlebensdauer. Das heißt, wir haben schon 6 Tage, 11 Stunden, 13 Minuten in diesem Spiel überlebt. Hier rechts sehen wir unseren körperlichen Zustand. Hier die Erschöpfung. Je länger wir unterwegs sind, je weniger wir schlafen, je mehr wir durch die Gegend laufen, wetterabhängig, steigt unsere Erschöpfungsleiste hier. Das können wir zum einen durch Schlafen, zum anderen durch Kaffee beseitigen. Dann haben wir hier die Kälteleiste. Das steigt ja auch je länger wir draußen sind. Das ist abhängig von unseren Klamotten, von unserem Wärmebonus, den wir haben, wie kalt, wie warm es draußen ist, wie viel Wind draußen weht. Ob wir in der Nähe von einem Feuer stehen oder ob wir halt gerade in einem Schneesturm sind oder sonst irgendwie. Das kriegen wir beseitigt, wenn wir uns an ein Feuer setzen, wenn wir uns in ein Haus, in eine Hütte bewegen oder wenn wir schlafen. Und dann gibt es noch diese beiden ganz wichtigen Leisten, Hunger und Durst. Ja, der Hunger steigt halt, je mehr Kalorien wir verbrauchen. Hier unten seht ihr auch, dass die Kalorienanzahl langsam sinkt und irgendwann kriegen wir hier rechts eine Meldung, wenn das weiter steigen sollte, dass wir durstig oder hungrig sind und dann sollten wir schleunigst was essen und oder was trinken. Und jedes Mal, wenn wir essen, geht unser Hungerbalken quasi zurück und jedes Mal, wenn wir was trinken, geht unser Durstbalken zurück. Joa. Der Zustand, die 100%, sagt was über unseren Gesundheitszustand aus. Wenn wir sehr erschöpft sind oder viel Hunger, viel Durst haben, sinkt dieser Zustand. Bei 0% sterben wir. Okay, ja, hier oben haben wir die Uhrzeit. Momentan sind es 6:42 Uhr morgens. Und dann würde ich jetzt kurz mal auf die folgenden Menüpunkte eingehen. Einmal haben wir hier unser Ausrüstungsmenü. Und im Ausrüstungsmenü sehen wir, was wir maximal tragen können und wie viel wir gerade dabei haben. Wir können im normalen Zustand, das heißt bei 100% Gesundheit, können wir 30 Kilogramm tragen. Momentan haben wir 24,25 Kilogramm dabei. Wir können auch mehr mit uns nehmen, dann werden diese Zahlen hier rot. Das kann ich gerade mal demonstrieren, indem ich hier mal an so einen Schrank gehe und einfach mal hier so ein paar Sachen rausnehme. Nehmen wir alles mit. So, ihr seht also, hier ist auch wieder die Zahl, die signalisiert, das tragen wir bei uns. So viel können wir maximal mitnehmen. Ich nehme einfach mal ein paar schwere Sachen mit, um das halt mal zu demonstrieren, wie das aussieht. Den Kanister nehmen wir mit. So, und jetzt seht ihr, die Zahl ist rot. Je mehr wir mit uns rumtragen, umso langsamer werden wir. Und ich will mich nicht festlegen, ich glaube, bei 60 Kilo oder sogar schon bei 50 Kilo bleiben wir stehen und können uns nicht mehr bewegen. Das heißt, dann müssten wir theoretisch was ablegen. Ihr seht auch jetzt hier, wo wir gerade in dem Menü sind, wir haben hier einmal auf der linken Seite, wenn ihr euch hier mal eine virtuelle Linie vorstellen würdet, haben wir auf der linken Seite unseren Rucksack, auf der rechten Seite den Behälter in Anführungszeichen, wo wir gerade drin sind, nämlich diesen Spind. Und dieser Spind kann auch 30 Kilogramm fassen. Das heißt, wir können Sachen zwischenlagern. Und das ist im Prinzip ganz nützlich, weil wir dann halt in verschiedenen Häusern uns eine Base einrichten können, wo wir ein paar Sachen lagern können. So, ich gehe hier nochmal zurück und gehe nochmal in unser Ausrüstungsmenü.
Jetzt haben wir hier oben ein Menü, einmal die Sortierung von A bis Z. Der Stern bedeutet, wir sortieren das Ganze nach Haltbarkeit. Alle Gegenstände in diesem Spiel haben eine Haltbarkeit und bei Lebensmitteln oder hier zum Beispiel das Antiseptikum ist es halt die Haltbarkeit, die man auch im realen Leben von Lebensmitteln kennt, sage ich jetzt mal. Und die Haltbarkeit von 28% bedeutet hier in dem Fall, dass es nicht mehr allzu lange hält. Und wie man hier an dem orangenen Balken rechts sieht, ja, geht der Trend dann abwärts und irgendwann kann man es halt nicht mehr benutzen. Bei der Brechstange zum Beispiel ist es so, die ist dann halt irgendwann einfach kaputt, beziehungsweise man könnte die dann halt noch zerlegen in ihre Einzelteile. Bei manchen Dingen, wie zum Beispiel bei der Sturmlaterne, bei der Sturmlaterne, wenn die Haltbarkeit hier runtergehen würde, könnte man die Sturmlaterne theoretisch noch reparieren. Und hier kann man nach Gewicht absteigend sortieren. Das heißt, das Schwerste wird ganz oben angezeigt. Das ist schon mal ganz wichtig, wenn man ein bisschen aussortieren will. Jetzt sieht man halt, dass wir hier, natürlich, weil wir gerade eben am Schrank waren, halt zum Beispiel drei Brechstangen mit dabei haben. Braucht man im Normalfall nicht. So, ich gehe aber mal auf die einzelnen Menüpunkte hier ein. Wir haben momentan alles, was wir dabei haben, wird jetzt hier in einem angezeigt. Wir haben noch die Möglichkeit, das zu filtern. Nach medizinischen Utensilien, nach Kleidungsstücken, nach Nahrung, nach Werkzeugen und nach Sonstigem, also im Prinzip so eine Art Handwerksmaterialien. Und ja, haben so einen einfacheren Überblick. Jetzt kann ich mir zum Beispiel bei der Nahrung, wenn ich jetzt Hunger und Durst habe, kann ich mir da zum Beispiel die Sachen raussuchen, die am wenigsten Haltbarkeit haben und die einfach essen und trinken. So, wobei ich jetzt in der Tat mal was trinke während des Tutorials hier, um einfach unseren Durst mal zu beseitigen. Ja, und so hat man halt die Chance, sich hier einen leichteren Überblick über die Sachen zu verschaffen, die man so bei sich hat. In manchen Folgen hat man gesehen, dass ich Kleidungsstücke zerlegt habe. Man findet also in den Häusern verschiedene Kleidungsstücke, davon findet man relativ viele: Socken, Mützen, Schals, Jacken, Hosen und so weiter. Die kann man zerlegen. Ich gehe dazu mal zur Demonstration auf ein Kleidungsstück, was ich jetzt gerade anhabe. Das könnte ich jetzt hier zerlegen. Sprich, ich brauche ein Kleidungsstück nicht mehr und verarbeite das einfach zu Handwerksmaterialien. Das könnte ich jetzt hier machen. Dabei kommt dann im Prinzip Stoff heraus. Bei diesem Item jetzt. Das hat immer zur Folge, dass man eine gewisse Zeit am Tag dazu verwendet, um diesen Stoff zu verlegen. Das heißt, die Zeit im Spiel schreitet währenddessen auch fort. Für die Zerlegung dieses Wollpullovers würden wir jetzt hier 30 Minuten brauchen. Das muss man halt immer im Kopf behalten. Während dieser Zeit verbrauchen wir auch Kalorien, wir erzeugen Durst. Von daher muss man immer schauen, zwischendurch mal, wenn man jetzt relativ viele Sachen in Handwerksmaterialien zerlegt, ob man noch genügend Essen und Trinken dabei hat, um entsprechend seinen Durst und seinen Hunger zu regulieren. So, was man mit diesem Stoff dann machen kann, das demonstriere ich auch mal an dem Wollpullover, weil der gerade hier 96% Haltbarkeit hat. Man hat die Möglichkeit, in diesem Spiel Kleidung zu reparieren. Dazu würde ich dann jetzt hier auf Reparieren gehen. Und jetzt sieht man hier, meine Reparaturfertigkeit hat einen Skill von 76. Das kann man steigern. Das steigert sich automatisch, je mehr man repariert. Der Reparaturumfang beträgt hier in dem Fall 4%, weil der Wollpullover 96% hat und maximal auf 100% steigen kann. Und die Erfolgschance liegt bei 76%. Und die Reparaturdauer beträgt 6 Minuten. Wir benötigen zum Reparieren ein Nähset. Das muss man halt erstmal finden. Und dieses Nähset hat auch wiederum eine Haltbarkeit. Und je Reparatur verbraucht diese Haltbarkeit sich und wird dementsprechend geringer. So, wir hätten jetzt nichts zur Auswahl als Werkzeug zu nehmen, macht aber keinen Sinn, weil entsprechend wir 0% Erfolgschance hätten. Von daher würde das wenig Sinn machen. So, jetzt sehen wir hier gerade den Hinweis, wir sind überladen. Der Hinweis kommt halt immer, wenn wir hier unser Gewicht hier oben höher haben, als wir eigentlich tragen könnten. Und gerade hat man ganz kurz gesehen, hier unten ist eine Kalorienanzeige. Alle 500 Kalorien wird angezeigt, welchen Kalorienstand man gerade hat. Und da sollte man hin und wieder mal darauf achten, wenn man nicht ständig im Menü rumfuhrwerken will, um halt nicht zu verhungern.
Es ist aber eigentlich relativ unmöglich zu verhungern, es sei denn, man hat nichts zu essen dabei, weil man kriegt sowohl, halt, ich gehe nochmal hier gerade in das Menü, man kriegt sowohl hier unten links, wie gesagt, alle 500 Kalorien, immer so ein Hinweis. Und spätestens, wenn man Hunger hat, gibt es dann hier unten rechts einen Hinweis. Und eigentlich ist es nicht zu übersehen, von daher kann man eigentlich nicht verhungern. Ja, dasselbe Prinzip ist im Prinzip bei diversen Utensilien hier der Fall. Einen Dosenöffner können wir zum Beispiel auch reparieren. Dazu bräuchte man, wenn man jetzt da drauf geht, sieht man, man benötigt Metallschrott dafür und man benötigt einen Werkzeugkoffer. Und man hat dann entsprechend, wie bei der Kleidung, seine Fertigkeitspunktangabe, den Reparaturumfang, der zur Verfügung steht, und die Erfolgschance und die Dauer. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also man könnte auch halt abbrechen, man könnte auch zum Beispiel das Werkzeugset reparieren. Das hat jetzt momentan 47%. Man braucht zum Reparieren aber ein anderes Werkzeugset. Von daher ist es unter Umständen relativ sinnbefreit, das zu reparieren. Und man sieht hier, ein Reparaturumfang hätte jetzt einen Maximalwert, also eine Maximalsteigerung von 30% zur Folge. Das heißt, mit einem Reparaturvorgang kann ich jetzt hier nur 30% erreichen. Das heißt, nach der Reparatur wäre es auf 77%, wäre also nicht vollständig repariert. Ja, soweit dazu. Auch das kann man zerlegen. Wenn ich das jetzt zerlegen wollen würde, käme hier dreimal Metallschrott heraus, was man, wie man gerade gesehen hat, zum Reparieren von anderen Gegenständen gebrauchen kann. Metallschrott kann man aber auch überall in der Welt finden. Genauso wie man Stoff finden kann, ohne dass man Kleidung zerlegt. Und ja, letztendlich war es das schon im Großen und Ganzen. Vielleicht noch ein bisschen zur Physik-Engine. In dem Spiel ist es relativ wichtig, wie man läuft, wo man läuft, was gerade für ein Wetter ist. Denn man ist bergauf langsamer als bergab. Man ist auf der Straße, wenn man läuft, schneller als wenn man durch Schnee läuft oder über Eis läuft. Man ist bei Gegenwind langsamer als bei Rückenwind. Und das alles macht das Spiel vom Spielfeeling her sehr realistisch. Was man zum Teil in den Videos halt nicht so mitkriegt, sind so Sachen wie Wölfe, weil die Wölfe, die heulen, und das ist entfernungsabhängig. Das heißt, ich auf meinen Kopfhörern, wenn ich einen Wolf heulen höre, höre den relativ deutlich, was man im Video manchmal nicht so wahrnimmt, habe ich auch gemerkt. Und dazu kommt, dass Wölfe relativ schwer zu sehen sind, weil sie ähnliche Farben haben wie Baumstämme zum Beispiel. Von daher muss man in einem Video manchmal ein bisschen genauer hingucken. Letztendlich ist es aber so, dass man eigentlich im Video genau die gleichen Dinge sieht, die ich hier am Bildschirm sehe. Nur ich bin halt natürlich mitten im Spielgeschehen und deshalb nehme ich Dinge natürlich anders wahr, weil ich das Spiel natürlich auch ein bisschen kenne. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu erklären? Man hat hier generell so Feuertonnen oder Öfen, also na, Öfen nicht, Kamine, die man anzünden kann. Man kann sich dort überall Essen braten, sich aufwärmen, Wasser kochen. Was man auch hat, ist die Möglichkeit, sich generell immer ein Lagerfeuer zu machen. Dafür gibt es hier den Knopf Feuer. Jetzt seht ihr unten schon, ich habe hier gerade drauf geklickt, jetzt steht hier unten der Hinweis, kein Lagerfeuer in geschlossenen Räumen möglich. Man kann also in Häusern nur Feuer machen, wenn es sowas wie eine Feuertonne oder einen Kamin gibt. Ansonsten kann man in freier Wildbahn überall Feuer machen, es sei denn, man hat kein Holz dabei. Und man kann nur Feuer machen auf nicht hölzernen Boden. Das muss man auch wissen. So, dann gibt es hier noch den Punkt Holz sammeln. Wenn man kein Holz hat, dann kann man hier einfach Holz sammeln. Man kann dann. Achso, das ist auch übrigens abhängig davon, wo man gerade ist. Wenn ich jetzt hier in einem Haus bin, kann ich halt innerhalb des Gebäudes Holz sammeln und habe hier halt nur die Möglichkeit, Altholz und Zunder zu sammeln. Zunder halt zum Feuer anmachen, und Altholz wird zum einen benötigt, um zum Beispiel ein Gewehr zu reparieren, und zum anderen kann man damit halt auch ein Feuer befeuern. Altholz brennt halt nicht so gut. Wenn man jetzt in freier Wildbahn ist, hat man hier oben andere Auswahl. Dann gibt es zum einen Zunder,
Zum anderen gibt es Weichholz an dieser Stelle, wo jetzt hier Altholz steht. Und zum anderen gibt es noch eine dritte Registerkarte, Hartholz. Hartholz brennt am längsten, dauert aber auch am längsten, um es einzusammeln. Es sei denn, man hat eine Axt zum Beispiel. Ohne Werkzeug dauert es relativ lange, Holz zu sammeln. So kann man sich auf jeden Fall zu jeder Gelegenheit Holz sammeln, um ein Feuer zu machen, um sich zur Not was zu trinken herzustellen oder sich einfach nur aufzuwärmen. Oder es einfach nur hell zu machen, wenn man irgendwo mal nachts aufgrund von einem Schneesturm oder so in irgendeiner Anglerhütte oder so feststeckt. Das geht also prinzipiell immer. Auch dabei verbraucht man Kalorien. Man sieht das hier. Altholz würde jetzt 20 Minuten dauern. Wenn ich ein Altholz sammeln würde, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich brauche aber gerade mal 10 Holz, dann würde das 3 Stunden 20 Minuten dauern. Wir würden 833 Kalorien verbrauchen, was in dem Fall eine sehr wichtige Information ist, weil wir sehen hier, wir haben nur noch 1338 und sollten uns dann eventuell vorher überlegen, ob wir noch ein bisschen was essen, weil dann ansonsten kommen wir relativ erschöpft wieder vom Holzsammeln zurück. So, und dann klickt man in der Regel einfach nur auf Sammeln und dann vergeht halt Zeit und man kommt mit seinem gesammelten Holz quasi wieder zurück an den Standort, wo man gestartet ist. Ja, beim Protokoll kann man im Prinzip nochmal nachgucken, was man die ganzen Tage über gemacht hat, was passiert ist. Ja, sieht man im Prinzip alles. Da war ich überladen, hier war ich nicht überladen, hier war ich wieder überladen, nicht überladen, Wolfsfleisch gegart und gegessen. Das ist also im Prinzip ja, sowas wie ein Tagebuch. So, dann haben wir hier Erste Hilfe. Wenn wir einen Kampf mit einem Wolf haben, haben wir dann hier entsprechend verschiedene Utensilien, die wir benutzen können. Einmal hier Schmerzmittel. Antibiotika, ja, hier haben wir noch nichts. Ich weiß nicht, was das genau ist. Einen normalen Verband. Hier haben wir unseren Bartflechtenverband, den man herstellen kann. Und hier ist unser Antiseptikum. Es wird bei Verletzungen hier angezeigt, was man dann dagegen tun muss. Also hier wird angezeigt, wo die Verletzungen sind. Und hier wird auf der Seite dann angezeigt, was man dagegen tun muss. Und dann muss man die entsprechenden Utensilien benutzen. So. Ja, Feuer machen habe ich erklärt. Okay, Schlafsack ist logisch. Wir haben immer einen Schlafsack dabei. Damit können wir überall pennen. Wo man darauf achten sollte, ist, dass man das in freier Wildnis nicht ohne ein Feuer in der Nähe macht, weil ansonsten ist das Risiko relativ groß, dass man die Nacht nicht überlebt, weil man dann von Wölfen angegriffen wird. Ja, ich würde sagen, das war's für das Einführungsvideo. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen und das Verständnis für die verschiedenen Eindrücke, die in dem Spiel passieren, die für mich schon selbstverständlich sind, aber für Leute, die das Video zum ersten Mal sehen und das Spiel zum ersten Mal vor allen Dingen sehen, vielleicht nicht so klar sind. Und ja, wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß mit den neuen Folgen von The Long Dark. Bis dann, ciao!